Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu Daisy Mod. Diesmal nach sehr viel Gespiele mit der Standalone hatte ich keinen Bock mehr so unbedingt auf die Standalone schon wieder. Deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mal nochmal die Mod raus und spiele die gute Mod Overwatch. Das ist eine fast PvP-Map, also eher gesagt, es ist Xenarus, nur halt ein bisschen mehr PvP-auslastig. Und, ja. Warte mal, ich geh mal hier rein. Was fehlt denn dem? Fast alles. Was habe ich denn eigentlich so im Inventar hier standardgemäß? Warum nehme ich da nicht die Schrotflinte in die Hand? Ja. Mal sehen, wie viele Videos hier zu kommen. So wie ich Bock habe, auf jeden Fall. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich hier bin. Ich glaube, das ist nämlich, eine Stadt, die grundauf umgebaut worden ist. Guck an, da haben wir auch schon eine M14. Und das ist schon... ja, gut. Eigentlich nicht standardgemäß, dass man die so schnell bekommt. Aber ich glaube, ich nehme die MP5. Pack mir aber die DMR-Magazine vielleicht mal im Rucksack. Oh, ich schreibe einfach, das ist gut. Aber da will ich sterben, jetzt. Ja, wir haben wieder einen Debug-Monitor. Das finde ich ziemlich cool. Guck an, da haben wir direkt nochmal eine andere Pistole. Weg mit den Taser. Eine AK will ich nicht. Das Gute hieran ist, man kann halt auch nochmal andere Waffen zu kennenlernen. Eine AEK. Modern. Ja gut, ich bleibe erstmal bei der MP5. Die ist nämlich gegen Zombies erstmal ein bisschen besser. Und ich brauche vielleicht auch mal einen Rucksack noch demnächst hier. Ich suche nämlich jetzt erstmal ein Ortsschild, um zu gucken, wo ich bin. Der Helikopter hat auch keinen Strom, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen glaube ich nicht, dass ich damit noch abheben kann. Ne, Topka, guck ich mal. Eben. Auf dem Laptop, was es ist. Ja. Wir laufen einfach mal die Straße lang, bis mal vielleicht mal eine größere Stadt sehen. Aber wir sollten in die andere Richtung laufen. Immer schön mit der Hauptstraße mit. Und wie ist das in 70 Minuten? Also, okay. Das dürfte erstmal reichen. Innerhalb eines Kilometers ist kein weiterer Spieler. Okay. Ach, Location Petrovka. Das steht sogar da. Das steht da sogar, Petrovka. Ich werd bekloppt. So, ich gehe nur kurz in die Feuerwache, weil hier sind die Zombies ja langsamer in der Mod noch. Guck auch mal auf beide Eingänge. Petrovka. Ganz kurzen Augenblick noch. Wir laufen mal zu einer größeren Stadt, die man auf der Karte vielleicht doch besser sieht. Boah. Erschreckt mich nicht nochmal so hier.
Junge, Junge, Junge. So, jetzt haben wir hierfür nämlich schon wieder zu wenig Munition. Da hole ich mir doch lieber die AEK oben. Und renne dann nachher halt vor den Zombies weg, anstatt sie zu erschießen. Gegen Spieler wäre natürlich eine M14 besser, aber da ist das Visier so kacke. Deswegen lohnt sich das für mich nämlich gar nicht. Und die AEK so an sich hatte ich aber auch noch nicht. Mach ich mal auf Semi. Boah, kann schon gar nicht mehr sprechen. Jetzt habe ich nicht 60 Schuss mit der. Wie sieht denn das hier durchaus? Alter, sowas zu treffen. Junge, Junge, Junge. Das kann was werden. Na gut, dann laufen wir jetzt mal die Straße weiter entlang. Wow, das ist geil. Habt ihr die Animation gesehen? Junge, das ist echt cool. Ich brauche wirklich mal einen größeren Rucksack. Na gut, hier reingehen ist jetzt wohl ein bisschen fahrlässig. Ja, von wegen an der Straße lang laufen. Ich gehe erstmal woanders lang. Dürften mir die Zombies auch nicht allzu lange folgen. Ich hoffe, wir treffen auch demnächst mal ein paar Spieler. Zum Abknallen. Also bei Overwatch ist jetzt nicht so hier Techte-Mächte wie zum Friendly, sondern eher so gegenseitig auf die Fresse hauen. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich vielleicht in etwas bekannteres Gebiet reinkomme. Da. Ich habe nämlich den Verdacht, dass wir hinter dem Airfield sogar sind. Hinter dem großen Airfield. Oder bei Celeno in der Nähe. Sorry. Mit Porrey. Ich werde vielleicht auch demnächst mal die Pantera Epoch Mod anspielen. Da werde ich mal den Johannes mit einem Boot holen oder noch vielleicht ein paar andere. Boah, da ist mich erschrocken. Ah, ist ja gar keine Stadt, einfach nur eine Scheune. Sieht stark aus wie unter dem Airfield. Ja, ich weiß, wo wir sind. Das kenne ich von Epoch. Ja, genau. Da muss ich mal auf der Map gucken, ob sich mein Verdacht bestätigt. Ja, wir sind hinter dem Airfield sogar noch. Wenn wir jetzt hier den Berg hochlaufen, kommen wir daher, wo in Epoch der Stützpunkt ist. Wenn wir jetzt in die Richtung laufen, kommen wir direkt zum Airfield. Ich will gucken, ob da oben an den Stützpunkt auch noch was ist. Oder. Ach nee, da war ja gar nichts eigentlich. Der Hügel ist ja eigentlich leer. So weit hoch habe ich gar nicht geschaut. Wenn ich ganz ehrlich bin. Auf der Map, als ich gesucht habe, wo ich bin. Gut, dass ich mich noch so gut an Epoch erinnern kann. Das habe ich garantiert 2-3 Wochen am Stück übelst gesuchtet mit dem Simon. Und auch mit anderen. Wir haben übrigens schon fast 100, nee, wir haben schon über 100 diverse Mods, also Videos dazu gemacht in der Playlist. Also wir haben jetzt, lasst mich nicht lügen, 35 Daisy Standalone Videos, 76 Chernarus Videos und 115 diverse Mods Videos. Da kommen wir auf fast 225 oder noch mehr. Und das ist schon echt eine riesengroße Zahl. Muss nochmal zusammenrechnen. 35. Ja, so 200 sind es schon mindestens. Und das ist schon echt eine ziemlich gute Zahl.
Wenn man bedenkt, dass ich 1400 Videos habe, sind das 7%. Ach Quark, nicht 7%. Das ist ein Siebtel. Und na gut, okay. Minecraft sind auch an die 200 Videos. Sind schon zwei Siebtel. Diverse andere Let's Plays, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte.